Wie bitte? Was? Was hat er gesagt? Egal, wir spielen Mario Goes to Brazil! Mit dem Opening, mit der Musik von dem Super Famicom. Das Spiel wurde gemacht von Markus Mutter. Also meine Mutter hat das Spiel gemacht. Anscheinend. Okay, Mario, die Galaxie braucht deine Hilfe. Deine Mission ist es, Koopas Armee zu neutralisieren und Frieden nach Brasilien zu bringen. Vollkommen logisch. Ein ganz normaler Tag, wo Mario in der Rakete unterwegs ist. Und hier sind wir. Es ist die Karte von Brasilien. Ja, Mario ist tatsächlich in Brasilien und macht hier eine schicke Reise. Wir fangen an in Copacabana. Wahrscheinlich in der Nähe von... Ah, oh, ich kenne die Musik. Moment, Moment mal. Ich kenne das aus Donald Duck. Oh, shit, das ist ein fliegender Spiny. Check ich gerade. Wir können nicht spinjumpen. Moment. Okay, ich muss sagen, meine geografischen Kenntnisse über Brasilien sind sehr gering. Ja, außerdem weiß ich gar nicht, wie groß dieser Heck hier sein wird. Oh, toll. Diese Mancher tun weh. Drücke den oben Knopf, um an der Telefonlinie zu hängen, damit du dich nicht drum sorgen musst. Okay. Ich hatte mal eine Videokassette mit Donald Duck Episoden drauf. Und da war eins, da hat Donald Duck, ich weiß nicht, es gab diese drei Caballeros und es war eine Folge, da hat der einen Caballero getroffen. Also waren die zu zweit. Das war dieser grüne Vogel. Und dann sind die, weiß nicht, Donald Duck hat dann irgendwie Drogen genommen oder so. Ich weiß nicht mehr genau, was er hat. Oder er hat sich betrunken oder sowas. Er hat ganz viel Schluck aufgehabt und dann kam diese Musik. Dann lief diese Musik und die sind teilweise auch über genau diese Art von Boden gelaufen. Kennt ihr diese Episode? Keine Ahnung. Oh, Alter, geh mal nicht so ab. Also, Donald war auf dem übelsten Drogentrip. Ich weiß nicht, sollen wir mit oder ohne Save Set spielen? Wo fange ich denn an? Oh, das ganze Level von vorne. Na gut. Ich glaube, dieser Hack ist auch mehr da zum kulinarischen, kultivierten Zeigen von Sehenswürdigkeiten, die wir in Brasilien haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich wir das ohne Safe Sets durchziehen sollten. Vielleicht auch nicht. Wir gucken mal, ja. So. Das sind auf jeden Fall viele. Ihr wisst, wie es in Brasilien abgeht. Ich weiß nicht, ob ihr mal da wart. Ich weiß nicht, aber manche sind auf jeden Fall ein Problem auf den Straßen. Die niedrigen Lebensstandards sind auf jeden Fall auch ein Problem. Und dass überall Bullet Bills durch die Gegend fliegen. Ja, das ist, glaube ich, auch geläufig. Habe ich mal, glaube ich, in der Doku gesehen. Naja. Nein, aber ich kenne es tatsächlich irgendwie. Ich hatte aber keine Ahnung, ob das irgendwas mit Brasilien zu tun haben sollte, was Donald Duck da erlebt hat. Ich müsste mir das nochmal im Internet angucken. Es gibt hier, glaube ich, viele Episoden auch online. So, du gehst mir ein bisschen zu sehr ab hier. Sorry fürs Rewinden, aber ich hätte einfach das stillhalten müssen. Hier ist ein bisschen sehr viel los, finde ich. Ist das ein Checkpoint? Alles klar. Nett. Ja, den brauchen wir. Okay, also, ich weiß nicht. Fragt mich nicht, was dieser Hack so ist, damit auf sich hat. Ich habe es selber nicht verstanden. Ich habe einfach gesehen, es gibt einen Hack, der heißt Mario Goes to Brazil. Und ich fand das lustig und jetzt wollte ich das mal spielen. Oh, da ist der Boss. In der Kanalisation. Ja, und das müsste tatsächlich scheiße sein, was da auf dem Boden ist. Okay, wir haben ihn. Wir haben ihn. Nein, das zweite Mal nicht gezählt. Okay. Okay. Die Musik kam tatsächlich nicht in Donald Duck vor. Die ist aus Mario & Luigi's Superstar Saga. Oh, du hast ihn gekontert. Okay, weiter geht's. Shit. Ja, du machst das gut. Na. Okay, ich weiß nicht, wie ich ihn noch innovativer besiegen könnte. Weil irgendwie passiert dir die ganze Zeit das hier. Der haut mir neue Bomben dagegen. Ich muss einfach Glück haben. Und irgendwann, dass er eine nicht abwehrt. Das war's nicht. Das war's nicht. Und ich bin selber getroffen. Tja, was sagt man dazu? Nebenbei, das ist Marios Sprite aus Super Mario Bros. 2. Ja, wir haben gewonnen. Castlevania Gewinnmusik. Okay. Victory Theme. Sehr lustig. Ja. Ich glaube, so lang ist dieser Hack eigentlich auch gar nicht. Naja. Jetzt geht's hier einmal rüber nach Liberdade. Ich kenne mich geografisch sehr wenig nur aus in
Brasilien. Aber ihr wusstet aber auch nicht vorher schon, dass Japan auch in Brasilien liegt, oder? Nein, das ist nicht Japan, es ist Liberdade, der Brasils Japanstadt. Häuser, viele japanische Immigranten im Land. Okay, das ist ein komischer Satz. Oh, es scrollt so komisch. Hallo? Okay, nein, das sind keine Kirschblütenbäume. Die sind pink. Eib? Was ist ein Eib? Oder Ipe? Das ist eine Spezies. Achso, sie sind pink Ipes. Keine Ahnung. Eine Spezies, die es nur in Brasilien gibt. Oder die aus Brasilien erstammt. Trotzdem, ich bin tot. Hallo? Hab ich mal eine Todesanimation? Ich bin plupp, getroffen und wieder auf der Map auf einmal. Was ist denn hier los? Ich bin ja nur am Texte lesen. Und zack, vorbei. Chillt mal. Es fliegen ja auch einfach irgendwelche von diesen Koopas aus der Luft. Das scrollt so komisch. Naja, es ist auf jeden Fall... Ich weiß nicht mehr, wie dieses Lied hier heißt. Es ist... klassische japanische Musik. So alte, traditionelle japanische Mucke. Wer hätte gedacht, dass unser zweites Brasilien-Level viel mehr an Japan angehaucht ist. Aber gut, von mir aus, ich nehm's. Ja, also ich weiß nichts von da. Ich meine, wenn es stimmt, wenn es eine Japan-Stadt gibt, also sowas wie Chinatown, ne, mit Japantown in Brasilien, wo sich alle japanischen Immigranten da versammelt haben. Moment, mein Cape funktioniert hier gar nicht. Was ist denn das für ein Beschiss? Das Cape macht hier gar nichts. Ich kann nicht spinnen, ich kann nicht gleiten, ich kann nichts. Das ist das nutzloseste Cape ever. Mann. Das ist komisch. Okay, dann hauen wir mal ab. Fliegen können wir ja nicht, das hat sich erledigt. Oder falle ich wenigstens langsamer? Ja. Ich glaube, ich falle etwas langsamer. Zumindest. Aber wirklich wenig. Und hier ist schon der nächste Boss. Das ist Magic Cooper. Wir müssen jetzt einfach ein paar Mal treffen. Okay. Bestimmt dreimal oder so, oder? Tja. Ach ja. Im Untergrund ist es eisig. Von Japantown, Brasilien. Und da leben böse Zauberer. Ihr wisst Bescheid. Okay, dreimal wäre zu großzügig gewesen. Wir haben jetzt schon sechsmal auf ihn draufgehauen. Das war nicht schnell genug. Oh, sieben? Immer noch nicht? Ja, das war jetzt gerade zu schwer. Jetzt. Oh, nee. Scheiße. Okay, hab ihn wenigstens auch. Er ist explodiert. Wir haben gewonnen. Alles klar. Curse clear. Ja, der Typ, der den Hack gemacht hat, ist selber aus Brasilien. Ein großer Teil der Mario Attacking Community ist tatsächlich brasilianisch. So, was ist das hier? Ein Infostand? Save. Ah, das ist nur zum Speichern, da? Oh, das ist Totatekekes Melodie, oder wie heißt das? Okay, wenn du den Block triffst, darfst du von ihr weitermachen, wenn du ein Game Over kriegst. Boop. Aber denk dran, dass wenn du im Spiel aufhörst, dass dein Speicherpunkt weg ist. Wir spielen eh mit Safe Sets, also das ist nicht wirklich wichtig für mich. Okay, gut. Jetzt geht's ja schon fast. Was liegt hier neben Pampa? Was liegt neben Brasilien? Ist hier unten Paraguay? Hier an Grenze? Ich habe keine Ahnung. Okay. Hat schon mal nicht so gut angefangen. Ja. So. Also hier sind schon echt viele fiese Gegner. Guck mal, hier überall. Ich komme mal ins Level rein und schon mich erschlagen. So, hier ist das nutzlose Cape. Selbst diese Äpfel, die sind böse. Ja, toll. Wir hätten das kriegen sollen, ohne dabei Schaden zu nehmen. Okay, wow. Alles klar, kein Problem. Ich mache meinen Gamersprung. Was ist das? Spinnen! Oh Gott! Ich habe Angst. Ich sterbe jetzt hier, oder? Ich darf nicht mal auf die Spinnen draufspringen. Das Reventen ist aber mal schön. Komm, irgendwann ist auch mal gut hier. Der übertreibt schon ein bisschen mit der Schwierigkeit. Ich meine, gut, wenn ich hier Stück für Stück langsam machen würde, würde ich vielleicht hier durchkommen. Aber ich glaube, ich bin jetzt heute echt nicht für Super-Duper-Challenge ohne Safe-State da. Ich habe es ein bisschen probiert, aber das ist mir ein bisschen too much, okay? So. Dann ab ins Wasser. Und selbst da sterbe ich.
hörst du doch mal auf, den Hammer zu schmeißen? Nein, der macht ja nicht mal eine Pause, ne? Schon schwer. Das muss man schon sagen. Da einmal hier rüber. Mehr Äpfel. Okay. Also ich will definitiv nicht nach Brasilien, nachdem ich das hier sehe. Hier versucht ihr einen nur alles umzubringen. Okay. Yes. Wir haben einen Pilz, einen Checkpoint und hier wartet vermutlich der nächste Boss auf uns. Ah, es ist der große Koopa-Kopf. Haben wir auch schon mal oft gesehen als Custom-Boss. Okay, du springst, wenn ich springe. Das ist schon eine Frechheit. So, jetzt macht er Steine fallen. Okay. Ich versuche es, wenn er stirbt, dass er einmal richtig Kamikaze an die Wand macht. Oh, wow, oh, ich habe ihn getroffen. Oh shit, Feuerbälle. Na gut. Aber wir hatten einen Lauf. Jetzt kommen wieder die Steine. Ah. Okay, und er stirbt vermutlich. Oh! Ja, aber nimmt mich noch schön mit dabei. Scheiße, das war schwer. Okay. Ja, der kleine Mario sieht echt lustig aus in diesem Spiel. Ja, dann geht's einmal hier hoch. Ist das noch Brasilien überhaupt? Atlantischer Wald. Oh, wir brauchen einen Schlüssel. Ich weiß nicht, ob das nur, ich sag mal, das einzige Exit ist oder ob es ein extra Ausgang ist. Na, wisst ihr schon, ein Secret Exit, wie manche auch sagen dazu. Boah, diese Spinnen finde ich voll scheiße. Wo ist jetzt diese Musik? Ja, dann warten wir mal. Klettern. Hallo? Klettern? Wieso hat er sich hier nicht festgehalten? Boah, das ist echt zu viel geworden. Auf einmal schießen hier 100 Dinger raus. Okay. Ja. So läuft das in Brasilien. Ist hier was versteckt? Nein. Okay. Also ich gehe jetzt davon aus, dass irgendwo ganz oben ein Schlüssel ist und ich den ganzen schönen Weg hier wieder runter darf. Vermutlich. Also... Ich meine, das ist ja auch so gebaut, dass man ja auch wieder komplett runterlaufen könnte. Von daher gehe ich mal schon davon aus. Da ist er. Ja, und ich... wo kommst du denn her? Ach, du verfolgst mich jetzt, weil ich den Schlüssel habe, oder was? Na toll, als wäre es nicht schon schlimm genug, überhaupt hier runter zu müssen. Nein, jetzt habe ich den noch an der Backe. Warum? Ey, ohne Scheiß, das Level ist schon so anspruchsvoll genug. Und dann kommt mir dieser Penner noch entgegen. Und vor allem ist das ja nicht mal einer von denen, der mich auch in Ruhe lässt, wenn ich den Schlüssel loslasse. Da, seht ihr, macht er ja nicht. Okay, ich habe jetzt auch kaum losgelassen, aber da, guck zum Beweisen. Da, ist ihm egal. Der verfolgt mich trotzdem weiter. Boah, das ist echt, ich tut mir leid fürs Herz ziehen, aber voll scheiße in Brasilien. Stellt euch mal vor, ihr geht nach Hause, packt in eure Hosentasche, holt euren Schlüsselbund raus und dann, oh, ja, na, toll, ich hätte es wissen müssen. Ich habe meinen Schlüssel rausgeholt. Jetzt ist hier schon wieder ein riesiges Käferstachelmonster, was fliegen kann. Und versucht mich zu töten. Oh Mann, es ist jedes Mal dasselbe. Oh, und die Scheigers. Hätte ich mal lieber gründlich alle auf dem Hinweg getötet, weil jetzt habe ich dieses Problem hier, dass sie mich ja auch noch einkisseln. Nee, das ist schon mal eine gute Wahl, dass wir nicht so eine No-Safe-Set-Policy in diesem Spiel mit reingenommen haben. Weil, ja. Oh je. Oh je, okay. Weil ihr seht ja, wo das enden würde. Sind ja schon 100-mal gestorben gefühlt. Na komm. So, wir haben es gleich. Ah, jetzt kommt die Stelle. Da hatte ich ja eben schon super Probleme mit. Was soll man denn hier bitte machen? Okay, lauf. Ich habe Angst. Wir sind fast da. Und selbst mit fast da gibt sich dieser scheiß Spiny nicht zufrieden. Der muss mich nochmal holen.
So, jetzt aber. Rein da. Wir haben gewonnen. Was für ein Stresstest. Absolut. Bandanal. Das ist das nächste Level. Oh. Wir haben Blubberblasen und Yoshi's Island DS-Musik. Und was... Oh, ja, okay. Ihr schmeißt mich hier. Aua, mit... Aua, mit Spinies ab. Boah, ey, das ist aber manchmal echt gemein. Manchmal kommt man gerade irgendwo hin, sieht den gerade und schon ist man abgeschossen. Also das Spiel gibt einem nicht immer sehr faire Reaktionszeit. Oh, wie gemein. Ey, das Spiel ist nicht nett. Und ich darf hier nicht mal irgendwie cool spinjumpen. Es gibt ja keine Spinjump-Funktion, wo ich den austricksen könnte und dann auf den Ketten und springen könnte oder sowas. Ach so, und in das Wasser darf ich auch nicht mal rein. Ich darf hier eigentlich nix. Ich darf sterben. Es ist ein bisschen schwer, das Spiel. Ihr merkt es schon, oder? Ja? Nein! Oh Gott, ich bin ja nur am Sterben. Das ist ja nicht mal mehr schön. Hallo, Save, Load, Rewind, meine ich. Boah, ey, ich hau auf die Tasten drauf. Hier geht ja gar nichts. Okay, ich hoffe, das ist zum Zugucken nicht allzu unangenehm, weil ich das Video switch ja nur hin und her. Und tschüss, ich bin tot. Was für eine Überraschung, ich bin tot. So. Als würde er mich in 100 Jahren nicht treffen irgendwann. So, was ist denn das? Diese Kettenhunde sind so platziert, dass sie einen treffen. Und das safe. So, kriege ich diesen Pilz, ohne dabei zu sterben? Ja, ich glaube, das geht gerade noch. Und auf zum Boss. Okay, also ich bin wirklich froh. Wir spielen das Ding mit Save the Switch. Das ist ein ganz normaler Mario World Boss, nur mit ein bisschen extra Stacheln. Was nicht heißt, dass es easy ist. Easy ist. Okay, dreimal reicht auch. Also aber definitiv einfacher als alle anderen Bosse bis jetzt, würde ich sagen, im Vergleich. Also vor allem dieser Riesen-Koopa da. Ja. Okay. Wo verschlägt es uns als nächstes hin? Ah, in die Mitte. Guyana.